ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Deutschland und Frankreich sind entschlossen, ihre Differenzen zur Erweiterung der Europäischen Union bis zum EU-Gipfel im Dezember auszuräumen. Bei den deutsch-französischen Konsultationen in Schwerin vereinbarten Bundeskanzler Schröder und der französische Staatspräsident Chirac monatliche Regierungstreffen. Außerdem sollen Arbeitsgruppen zu den strittigen Fragen wie etwa der EU-Agrarpolitik gebildet werden. Mit einem letzten Händedruck verabschiedete Bundeskanzler Schröder seinen Gast, den französischen Präsidenten Jacques Chirac, beim Gipfel in Schwerin. Vor der mächtigen Kulisse des Zuckerbäckerschlosses bei tropischen Temperaturen trafen sich die beiden, um gemeinsame Positionen für den EU-Erweiterungsgipfel im Dezember festzulegen. Ein schwieriges Unterfangen, denn dann wird es entweder eine neue alte oder eben eine neue deutsche Regierung sein.